Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibärmann. Wir sind bei der 31. Folge und heute ist der 16.10. und wir setzen unser Loose-Spiel fort. Also ich habe hier gerade eben mal zwei Spiele gemacht. Eigentlich sah es bei dem einen Spiel für mich sehr gut aus und dann kam Lurker. Dann war das Spiel vorbei für mich. Tja, keine Ahnung. Gegen Zerg ist es zurzeit sehr schwierig. Genauso wie gegen Terraner. Gegen Terraner ist es auch einfach nur stressig. Aber egal, wir werden sehen. Wir versuchen trotzdem weiter durchzuhalten, unsere Challenge, und hoffen, dass wir jetzt mal endlich mal wieder jemanden besiegen oder mal endlich mal wieder eine Gewinn. Also eine Siegesstraße haben. Ja, zurzeit sieht es echt mau aus. Ich weiß auch nicht warum. Das ist einfach, ich spiele es jeden Tag, werde wahrscheinlich nicht besser. Ich mache einfach, keine Ahnung, vielleicht mache ich einfach nur Fehlentscheidungen manchmal. Dann weißt du, meine Armee einfach komplett gegen irgendwelche Leute. Aber egal, wir versuchen es trotzdem weiter. Wir hören nicht auf. Wir beißen uns durch. Und ja. Ich habe auch ein paar neue Build-Ordern gesehen. Wie gesagt, habe ich letztes Mal und gestern schon gesagt. Aber so richtig bin ich noch nicht dazu gekommen, welche zu spielen. Also gegen Zerg spiele ich jetzt eine andere. Dann mache ich auch die Exe First. Also nicht Exe First, sondern ach, normaler Zerg, Standard. Cool, können wir nicht haben. Ne, wieder jetzt erst. Ja, Standard 20er Exe. Und alles ist gut. Wir haben einen Würger bei uns drin, der scoutet. Wir müssen die Echse klauen. Alles Standard. Alles kein Problem. Kann man alles halten bis jetzt. So, Pfeile nur nicht vergessen. Chronobus nochmal unser Worker. Haben nicht viel verloren. Also alles zur Zeit noch im grünen Bereich. Pylon ist gebaut. Boosten den, setzen Gate und spielen etwas anders wie sonst, wie ihr schon mitgekriegt habt. So, mal gucken, ob man eine dritte hat. Wenn er keine dritte hat, dann kommt wahrscheinlich ein früher Push. Ja, eigentlich brauchen wir noch keine Pylone. Aber zwei Linge hat er. Ehre den Dalai Lama. Und wir wollen heute. Für den Ruhm. Eure Sonden werden angegriffen. Oh, diese aggressive Queen, ey. Habt ihr das gesehen, ey? So, nein. Ihr habt nicht genug. Pilot Council. Und den Pilot nehmen wir diesmal nicht zu früh. Beim letzten Spiel habe ich den Pilot zu früh genommen. Konnte jetzt keine Adepten weiterbauen. So, aber jetzt müssen wir einen Pilot nehmen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir bauen einen Haufen Adepten und werden dann nebenbei ein bisschen pushen und ärgern. Die Schlacht wartet. Ehre den Dalai. So, aber trotzdem. Nicht genügend. Ach, ich glaube, den Chronobus zu viel gesetzt. Von diesen zwei Adepten, dann greifen wir mit den sechs Adepten einfach mal an. Und gucken, was passiert. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Das nebenbei. Jetzt noch zwei Gates. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und proben weiter.
Den Sentry in die Mitte und noch einen Adepten rein. Nicht gelügen, Ehre den Dai Lam. So, gucken nach der dritten. Und nehmen gleich unsere eigene dritte. Keine dritte da. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Unser Denken gleicht sich. Keine dritte da, das ist schlecht. Kontakt. Vorwärts. Niemand kann die Schlacht wartet. Das ist nicht gut. Zusätzliche Pylonen bauen. Wir dienen nicht. Das bedeutet irgendeinen Scheiß. Loaches. So soll es geschehen. Auf jeden Fall All-In, so wie das ausschaut. Najaka Minar. Für den Ruhm. Die Templer rücken vor. Oh, und wir haben zu viel Minerals. Ich hätte schon längst exen müssen. Ehre den Dai Lam. Aber da er halt schon extrem viel Roaches hat, brauche ich lieber noch ein bisschen Zeugs. Und wir haben nicht so viel Echo gekriegt. Aber haben gesehen, was er alles hat. Und Chrono boosten unsere hier Immortals. Also sofort runter. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ah, oder das ist es. Das ist ganz schön ein harter Push. Zum Glück habe ich da nur eine. Oh, das ist ganz schön enge. Ja, Immo ist ganz schön hart, ne? Nicht genügend Energie. So, wir können exen. Haben fast nichts verloren. Wir müssen halt nur warten, bis unser Observer da ist. Dann erwartet, das ist auch noch ein In von ihm. Nicht genügend Energie. Ach, scheiß Creep, ey. Nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend. Und wir wollen weiter Immos. Mineralien. Ihr benötigt mehr Vespinga. Ach, Vespinga sammeln wir gerade nicht, ne?
Das ist nicht groß. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, spielen es Immortal Archon. Ihr benötigt mehr Vespingas. Kassar die Templari. Faszinierend. Ihr habt nicht mein Leben für Ajur. Mineralforschung abgeschlossen. Dies müssen wir in einem Energiefeld platzieren. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, wir sollten aber lieber trotzdem mal nachschauen, was er macht. So, jetzt darf das Spiel aber nicht verlieren, ne? Mineralienfeld erschöpft. Ich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kassar, mein Leben für Ajur. Wir sind das Mineralienfeld erschöpft. Ach, Mutas. Das. Erklärt. Versuchen ihn einfach zu killen. Ihr benötigt eure kriegerische Basis. Ich bin angegriffen. Upgrade durchgeführt. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Euer Denken. Oh, man kann immer nur Lucky Shitty spielen, ey. So, habe ich jetzt fast alle Sonden verloren. Füge mich. Verloren. Ich jetzt. Werd ich. Vergeltung wird kommen. Dann holen wir uns heute noch die Basis. Es ist vorherbestimmt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Halt auch halt einen Haufen Zeug verloren, ey. Mutas. Naja, GG. Mutas. Weil ich nicht gescoutet habe. Weil ich wieder nicht gescoutet habe. Naja, machen wir weiter.
Ach ja. Tja, im Starker wird es wahrscheinlich bei mir gar nicht mehr. Entweder mich zu alt oder zu doof für das Spiel mittlerweile. Ich kann mich noch erinnern, wo wir in den vorherigen Tagen, wo wir ganz am Anfang da nur noch Siege hintereinander hatten. Und jetzt nichts mehr. Ach man. Und das alles nur mit All-Ins und Lucky-Scheiße der Gegner spielt. Puh, Mutas hätte ich auf dem Schirm haben müssen. Noch gegen Protoss. Mutas, hab ich überhaupt nicht gedacht. Roaches. Da hast du so viel Gas reingeschmissen. Und dann kommt er mit Mutas. Ich hätte gleich Push machen sollen wahrscheinlich. So, gegen Protoss spielen wir natürlich Standard. Also wir werden wieder kennen rushed. Map zum Cannon Rushen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ah, vielleicht sind wir in MMR bald so niedrig, dass wir endlich mal leichtere Gegner kriegen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kein Cannon Rush? Doppelgas, Standard. Und er hat nicht zugemacht. Also, hey, wo will der hin? Ah, da ist irgendwo ein Proxy. Ich würde ihn in sinnloser Weise irgendwo einen hinschicken. Vergessen, schlecht. Hier müsst zusätzliche das könnte mir jetzt das Genick brechen. Vielleicht auch nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und wir brauchen weiter Sonden. Stalker. Die Erstgeborenen werden auf siegen. Okay, Proxy. So, jetzt kommen wir unser Exit. Najaka Mina. Niemand kann uns auf. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Gucken, ob wir bei ihm reinkommen mit unseren Letten. Aber wissen wollen wir sie ja dann nicht. Die Schlacht wartet. Ich bin hier in den Schatten. Jetzt schmeckt's. Tja, das war offen, mein Freund. Glebenkanone aktiviert. Gigi. Das war ein schnelles Spiel. Gleich nochmal antrecken. Okay, gegen Toss kann man doch mal gewinnen. Aber das ist ja... Dass er da rausgegangen ist. Na gut, ich habe ein paar Probes erwischt. Er konnte es halt nicht zumachen. Das ist das Problem. Ansonsten war alles gleich. Warum Ressourcen abbauen? Ein bisschen weiter vorne. Warum das denn? Und wir spielen nochmal gegen Toss. Same again. Ist das der gleiche Gegner? Weiß ich gar nicht. The Pain Train. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
Drohnen die Sonne gesehen, da kommen sie. Kommt ziemlich spät. Oh, ne. Als Standard. Jetzt passt es wieder. Jetzt besser als vorher. Ihr habt nicht genügend nicht ganz. Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Viel Mühe fehlt irgendwie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Werden obsiegen. Niemand kann die Schlacht. So, der baut uns auf jeden Fall gleich. Wo werden wir gebraucht? Nur die Gläubigen. Unsere Echse. Gebt uns. Ich will erst die Echse jetzt. Nicht genügend Mineralien. Für den Ruf. Ach, keine Echse, ist nicht gut. Was wünscht ihr? Wo werden wir gebaut? Die Templer rücken vor. Unser Denken gleicht sich. Für Selendis. Hor Salah. Glebenkanone aktiviert. Komischer Bild, was wir spielen. Fällt mir auf jeden Fall nicht. Ja, ich habe aber noch nichts gesehen, also keine Ahnung. Forschung abgeschlossen. So soll es geschehen. Für die Tees hat er auch nichts gehabt. Nicht so bleibt werden. Orakel, shit! Er hatte noch keine Echse, also. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hat er irgendwo ein Proxy stehen? Ajur wird erneut unser sein. Stolz. Eure Sonden werden angegriffen. Ey! Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Ihr seid angegriffen. Wo werden wir gebraucht?
Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, ich will gucken, was er baut, verdammt. Geh doch nochmal runter. Nicht genügend Energie. Dritter hat er auf jeden Fall noch nicht. Einen Haufen Mortals hat er schon. Und eine voll saturierte Echse. Schlecht. Gleich ein Gurmann. Was ist euer Begehr? Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Erneut ihn. Hier sind meins. Mineralienfeld erschöpft. Ganz wie hier und ich bin nicht dich. Ihr müsst zusätzlich. Ah, fuck. Das können wir jetzt das Spiel kosten. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ach, jetzt für das Gas. Oh Gott, ich bin echt schlecht. Mehr Vespingas. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr benötigt. Unsere Wut spüren. Heraku, kalt ist die Lee. Ihr seid auf mich angewiesen. Ich bin erneut. Na, wo ist es denn? Im Namen der Rache. Wie ihr befehlt. Vorher. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Brauche ich gar nicht. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich bin hier in den Schatten. Mineralienfeld erschöpft. Wir sind eins. Was ist euer Beginn? Warum habe ich denn keine Pylonen? Ich habe doch gerade welche gebaut. Ich bin die Stimme. Mineralienfeld erschöpft. Kalt. Ja, komm, das ist schon durch das Spiel. Forschung abgeschlossen. Nun gut. Sehr weise. Heraku. Hier bleibt. Nicht genügend Mineralien. Wo ist denn eigentlich mein Twilight Council? Das ist schon mal. Ja, das schon mal. Ihr benötigt mehr Vespingas. Kassar, die Templari. Erneut. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Kassar, die Templar. Pylonen fehlen, Gates fehlen, es wird irgendwie alles gerade wieder. Ja, wird durch sein, das Spiel. Mineralienfeld erschöpft. Ihr benötigt mit. Kassar, mein Leben. Ihr habt nicht. Forschung abgeschlossen. Wir sind das Licht. Euer Denken. Ah,
Noch nimmt er jetzt erst die dritte? Nee, die fünfte. Ja, die Dinger da auch. Mein Leben für Ajur. Destruktoren. Ich hasse Destruktoren. Nicht genügend Mineralien. Genug meditiert. Na dann. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Durchgeführt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir stehen vereint. Klingen! Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben. Ihr benötigt mit. Ihr habt nicht genügend. Versagte. Mein Leben für Akku. Mein Leben für Ajur. Nicht genügend. Der Kampf ist zu. Oh, hat schon eine dritte. Ist schon noch die vierte dazu. Ihr benötigt. Ihr müsst zusätzliche Pylonen. Sagt. Will ich eigentlich mit Pylonen Nummer sehen hinterher? Verstehe ich nicht. So diene ich unsere. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Wie ihr Fall. Ich bin Orange. Mineralienfeld erschöpft. Upgrade durchgeführt. Da ist er. Da ist er schon, shit. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Mein Leben. Ihr müsst zusätzliche. Ich komme aus dem. Wehrt euch. Tu. Ich. Mein Leben für Ajur. Mineralienfeld erschöpft. Upgrade durchgeführt. Wir stellen und wir erschöpft. Hat er keine Abschlusskraft oder warum? Aufgabe. Ich füge mich. Unsere Gedanken sind. Wir stellen uns der Mineralienfeld erschöpft. Und mein Leben für Ajur. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das ist schon durch, Schätze. Ach, das war noch das Falsche, was ich gebaut habe. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
nicht genügend Mineralien. Die Golden. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Energie. Noch zu wenig Gas. Gerade alles ausgegeben. Ihr benötigt mehr Vespingas. Träger eingetroffen. Ihr benötigt mehr Vespingas. Vespingasier erschöpft. Wastet er da gerade seine ganze Armee? Deswegen. So diene ich. Euer Denken gleicht dem meinen. Durchgeführt. Basis wird angegriffen. Upgrade durchgeführt. Nicht genügend App. Er kostet unsere Feinde unsere Feinde spüren. Fahren wir fort. Bereit für den Sieg. Nicht genügend Energie. Träger eingetroffen. Mein Leben für Ajur. Sarakun Anakbaru. Der Kampfesruhm wird unser sein. Zum Angriff. Wir sind fahren wir. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Bereit für den Sieg. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ach, zu wenig Mineralien. Nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Die Zeit ist gekommen. Der Sieg wartet. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Zum Angriff bereit. Wir dienen der Berg. Wir sind. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. Kassa de Templari. Euer Denken. Träger eingetroffen. Wunderbar. Mineralienfeld erschöpft. Erklärt euch. Mineralienfeld erschöpft. So, jetzt killen wir aber. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur. So, jetzt wird man killen. Ich hoffe es. Mein Träger eingetroffen. Kassar de Templari. Erleuchtet mich. In Einigkeit liegt Stärke. Nun wird angegriffen. Mineralienfeld erschöpft. Die Pflicht ist mein Schild. Ich hab meinen eigenen Archen gekillt. Träger eingetroffen. Ja.
GG. GG, WP. Schade, oder ein WP schreiben. Träger, am Ende sind es dann doch Träger. Eigentlich hätte man seine Army gewinnen müssen, ich habe das nicht verstanden. Vor allem, wie wir runtergesackt sind. Der hat einfach weiter drauf, na gut, ich weiß nicht. Hat er keine Mineralien gehabt zu dem Zeitpunkt? Ressourcentechnisch war mal, naja, er ein bisschen mehr als ich. Hier haben die Upgrades gefehlt. Eindeutig. Naja, doch mal wieder gewonnen. Zwar nur gegen Toss, aber. Ah ne, wir haben davor auch gewonnen. Stimmt, beide gegen Toss. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschö, tschö, euer Multiplayer. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit dem Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschö, tschö.